Herzlich willkommen bei Nintendo Connect und unserer Video-Review zu Legend of Mana, dem vierten Teil aus der Mana-Reihe, wo wir in den letzten Jahren diverse Re-Releases und Remakes erhalten haben. Bei diesem Legend of Mana handelt es sich um ein HD-Remaster des Klassikers der PlayStation 1 aus dem Jahre 1999, welcher es aber nie nach Europa schaffte. Eben dieses Spiel erscheint nun in erwähnter Neuauflage am 24. Juni 2021 auf PlayStation 4, PC und eben der Nintendo Switch hier bei uns und eben erstmals auch mit deutschen Texten. Aber wie schlägt sich Legend of Mana heutzutage? Das erklären wir euch hier im Video. Der Mana-Baum, das Urgehölz allen Lebens, erscheint uns im Traum und erbittet Hilfe. So weit, so straightforward. Also wählen wir unser Geschlecht, unsere Startwaffe, einen Namen und das Gebiet unseres Abenteuers und stellen einen Briefkasten auf unserer Weltkarte auf. Dort am Briefkasten entsteht er, der Startpunkt unseres Abenteuers. Und nun stehen wir da, im Schlafzimmer unseres pompösen Bauernhofs und ziehen in die Welt hinaus. Vor unserer Haustüre treffen wir noch einen Sprössling, der uns ein Artefakt in die Hand drückt und uns erklärt, dass die nächste Stadt da ist, wo wir uns vorstellen, dass sie ist. Gesagt, getan, mit dem Artefakt platzieren wir Dominia, die erste große Stadt auf der Karte. Dort begegnen wir den ersten Charakteren wie etwa Timo, Nicolo den Händler oder auch Elazul. Im Laufe der Geschichte treffen wir einige auch immer wieder und helfen ihnen auf mehreren Abenteuern, welche auch in unserem Tagebuch aufgeführt werden. Lösen wir diese längeren wie kürzeren Aufgaben, erhalten wir weitere Artefakte und können die Welt weiter ausbauen und versuchen, den Mana-Baum zu finden und beizustehen. Womit wir beim ersten Punkt des Gameplay ankommen. Die Mechanik, eine eigene Weltkarte auswählen zu können und auch nach Gusto selbst zu füllen, ist das Alleinstellungsmerkmal von Legend of Mana. Entsprechend unilinear können wir auch vermeintlich die Geschichte in Angriff nehmen. Dies bringt zwar unheimliche Freiheiten mit sich, aber sorgt auch für etwas Unübersichtlichkeit, wenn man gerade mal nicht aufpasst oder länger nicht gespielt hat. Auf unserem Bauernhof können wir aber stets zusätzlich zum Tagebuch, das wir immer bei uns haben, nochmal Einträge zu allen Figuren mit Namen, welche wir bisher getroffen haben, nachlesen und auch eine Zeichnung sehen. Wir sind uns nicht einig, aber die Übersetzung kommt etwas verwirrend daher, was aber auch am Alter des Spiels liegen könnte. Etwa wenn Nicolo Timo in seinem Haus besuchen möchte, wir aber Timos Haus nicht finden können. Fündig werden wir in Markus' Haus und wenn wir vergessen haben, wie Timo ausschaut und nicht nachschauen, suchen wir gerne die Nadel im Heuhaufen. Sind wir aber über diesen Punkt hinweg, erschließt sich einem eine schöne Welt mit einer Menge an einzigartigen Figuren, wovon wir bereits von einem Großteil im Anime-Intro des Spiels einen Blick erhaschen können. Gekämpft wird natürlich auch, aber anders als das Spiel einem am Anfang den Eindruck gibt, können wir immer wieder unsere Waffenwahl ändern, müssen aber entsprechend Lucre, die Währung der Welt, hinblättern. Aber das trifft eh auf alle Sorten von Ausrüstung zu. Eben wie in jedem Rollenspiel, wie wir es kennen. Je nachdem, wie fortgeschritten wir mit unseren Fähigkeiten einer Waffe sind, erhalten wir auch weitere Fähigkeiten zu diesen Waffen und erlernen bald auch Magie, welche nicht an eine Magieleiste gekoppelt ist. Wir belegen zwischen den Kämpfen die Fähigkeiten unserer Wahl auf die Knopfbelegung unserer Wahl und müssen nur lange genug im Kampf austeilen, bis der Balken sich füllt und das pixelige Feuerwerk kann beginnen. Dennoch müssen wir beim Ansprechen oder Truhen öffnen sehr penibel darauf Acht geben, wie wir zum Objekt oder der Person stehen. Nicht selten haben wir den Eindruck, dass unser A-Knopf kaputt ist, bis dann doch etwas passiert. Im Gegensatz zum Original können wir auch an jedem Ort speichern und auch bei Bedarf alle Kämpfe bis auf die Bosskämpfe deaktivieren. Letzteres kann verwirren, wenn ihr diesen ausgeschaltet habt, aber euch irgendwie so gar nichts angreift, jedoch in der Welt zu sehen ist, nicht aber mit interagierbar ist. Ihr seht es ja hier bereits, Legend of Mana wurde auf HD aufgehübscht, versteckt aber seine Wurzeln nicht. So kommt gerade der Grafikstil unheimlich gut zur Geltung und seien es die 2D-Sprites. Auch haben wir die Wahl zwischen einem neu vertonten, orchestralen Soundtrack zu wählen oder dem alten, klassischen Sound zu lauschen. Für die Soundeffekte selber gibt es diese Auswahl nicht, wobei das dem Flair nur bedingt einen Abbruch tut und wunderbar sich dennoch oldschool und passend anfühlt. Wo wir vom Auge eben sprachen, Ring Ring Lang, ein Spiel, wo wir ein Haustier auf ein Extragerät ähnlich einem Tamagotchi senden konnten, ist im Spiel integriert und ermöglicht uns mit dem Haustier eine Art Mario Party mit Schadensauswürfeln zu spielen, um so Belohnungen mit ins Spiel zu bringen. Schaffen wir mit unserem Haustier keine Runde zurückzulegen, ist Game Over und wir beginnen von neuem. Legend of Mana ist wunderbar oldschool mit einigen Verbesserungen für die Ohren und auch der Bequemlichkeit, immer speichern zu können, wo wir wollen. Dennoch behält das Spiel ein paar seiner Eigenheiten, die heute eher wie Fehler im Spiel wirken.
Als Beispiel sei mal hier kurz der Speicherbildschirm gezeigt, wo die Charakterbilder einzigartig zeigen, wenn mehr als eine Figur Teil eurer Truppe ist. Ein guter Moment tatsächlich zu erwähnen, dass es auch einen Zwei-Spieler-Modus gibt, womit wir eben zu zweit auf die Suche nach dem Mana-Baum gehen können. Wie bereits erwähnt, ist es mit der Übersetzung auch etwas schwierig, denn davon ab, dass wir ohne ersichtlichen Grund in die Welt hinausgehen, was eher unüblich für eine RPG-Story ist, sind vermeintlich hilfreiche NPC auch wieder verwirrend. So will uns wer das Kämpfen erklären, scheitert aber grundlegend daran, dass er uns verwirrt. Am Ende kommen wir eher mit praktischer Erfahrung klar, als zu verstehen, was er letztlich mit Packen gemeint hat. Aber für wen ist nun das 20 Jahre alte Legend of Mana nach einer HD-Kur etwas? Jeder, der die alten Teile der Mana-Reihe mochte und nie die Chance hatte, Legend of Mana zu spielen, sollte zugreifen. Denn im Groben macht man hier nichts verkehrt. Wer skeptisch ist, sollte vielleicht erstmal etwas längeres Gameplay anschauen und für sich entscheiden. Wenn ihr aber Fragen zum Spiel habt, lasst sie uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir versprechen auch weniger verwirrend zu sein als der komische Zwiebelsoldat. Wer nochmal eine andere Sicht auf das Spiel haben möchte, der findet Tims Text zu Legend of Mana auf unserer Webseite und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Sodele, ich gehe dann mal meine eigene Welt weiterbauen und erforschen, um dem Mana-Baum zu helfen. Und für euch bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch, eure Daniela.